Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Flash News. Nämlich genau gesagt zu der Folge 77 für den September 2024. Ich denke, die Top-News kann man sich schon denken, denn es wurde die PlayStation 5 Pro angekündigt. Die bietet mehr Rechenleistung für Spiele, die explizit die PlayStation 5 Pro unterstützen. Aber die hat immer noch eine, laut einem Zitat von meinem Kumpel, der eine PlayStation 5 hat, sehr unpraktische Form. Und außerdem kommt diese Konsole jetzt nur ohne Laufwerk. Ob sich das dann so pro anfühlt, ist dann jedem selber überlassen. Man kann sich ein Laufwerk extra dazu kaufen, aber ich würde sagen, damit ungefähr 1000 Euro könnte man sich eigentlich auch gleich einen ordentlichen PC kaufen. In den nächsten Monaten wird es auf jeden Fall ein Review zu dem PlayStation 5 Controller geben. Wo wir bei Sony sind, die haben nämlich kürzlich auch den Hero-Shooter Concord veröffentlicht. Nach 8 Jahren Entwicklung und 100 bis 250 Millionen US-Dollar Budget ist er jetzt rausgekommen. Der wurde aber auch am 6. September schon wieder eingestellt, ungefähr 3 Wochen nach dem offiziellen Launch, glaube ich. Schade für alle, die daran Spaß hatten, die Einkäufe werden wieder erstattet. Und wo wir bei digitalen Käufen sind, die gibt es ja nicht nur für Spiele oder Filme, sondern auch für E-Books. Das ist mal schade, wenn ein Anbieter insolvent geht. In diesem Fall geht es um Weltbild. Denn wenn man dort E-Books gekauft hat, sollte man die schnellstmöglich mit Tolino verknüpfen oder im Idealfall herunterladen und sich verwahren. Denn sonst kann es laut den Angaben von Weltbild ab dem 30.09.24 nicht mehr sichergestellt werden, dass der Zugriff darauf erhalten bleibt. Es gibt mehr Infos bei dem Link in der Videobeschreibung auf der Weltbild-Seite. Für die Gaming-Welt ist das jetzt natürlich noch nicht so direkt interessant oder relevant, aber es ist auf jeden Fall ein Beispiel dafür, was passieren kann, wenn größere Firmen, wo man digitale Sachen kauft, was ja auch zum Beispiel Valve sind, die Steam betreiben, Ubisoft, Amazon, Sony oder Microsoft, mal insolvent gehen sollten. Dank dem Kopierschutz ist es in vielen Fällen eben fraglich, ob die Inhalte nach der Insolvenz weiter benutzbar sind. Aber wo wir bei Microsoft waren, vor kurzem wurde ja die Xbox One gehackt und es gibt die ersten entschlüsselten Spielekopien. Die ersten davon lassen sich jetzt mit oder dank X-Wine1 auf einem Windows-PC spielen. Das ist quasi ein Übersetzungslayer, was möglich ist, weil die Xbox selber ja ein modifiziertes Windows-Betriebssystem benutzt. Und dann ist es relativ einfach, einen Übersetzungslayer dafür zu entwickeln. Also nicht einfach, aber relativ einfach im Vergleich zu richtigen Emulatoren. 6 Spiele sind bereits voll spielbar und das Ganze innerhalb von so ungefähr 2 Monaten. Also mal schauen, was da noch so rauskommen wird. Dann haben wir noch News zu dem 3DS, genau gesagt zu der Stargate 3DS und der Sky 3DS, denn die kann man mit einer Custom Firmware, oder der kann man mit einer Custom Firmware jetzt wohl eShop-Titel und vielleicht Homebrew ausführen. Dafür wird eben die Luma 3DS Custom Firmware benötigt. In der offiziellen Version sind entsprechende Patches aber nicht drin, aber es gibt dann eben noch eine andere Version, womit das Ganze funktionieren soll, die in der Videobeschreibung verlinkt ist. Man muss dann noch die ROMs, also die CIA-Dateien, zu 3DS-Dateien umwandeln. Das Ganze ist aber nur begrenzt sinnvoll, weil man die Titel dann natürlich auch direkt installieren kann, wenn man schon eine Custom Firmware hat. Und damit kommen wir zu den Retro-News, nämlich zu EZ Flash. Für die EZ Flash Parallel gibt es leider noch kein Update, dafür aber für die Game Boy Advance Flash-Karten EZ Flash Omega und Omega Definitive Edition. Denn für die gibt es jetzt ein neues Menü und das verfügt über Yagumba als Game Boy Emulator, der eine bessere Kompatibilität als Stock Gumba haben soll. In dem Zuge wurde außerdem der aktuelle Quellcode für das EZ Flash Omega Menü hochgeladen. Vorhandene Spieleinkompatibilitäten mit den Classic NES Spielen wurden leider nicht behoben. Dafür scheint jetzt die Revision B mit dem Analog Pocket kompatibel zu sein. Das wird aber nicht offiziell unterstützt, sondern ist nur als so kleiner Nebenhinweis in dem Changelog enthalten. David DGF arbeitet ja auch an einer Firmware für eine GBA Flashkarte, aber in diesem Fall an einer alternativen Firmware für die Supercard Game Boy Advance Flashkarten. Der hat nun sein Entwicklungsset abfotografiert. Ich finde es immer spannend, sowas zu sehen, wie das so aussieht. Und dann gibt es noch eine neue Open Source Game Boy Advance Flashkarte. Allerdings ist das ein Modell, das jeweils nur mit einem Spiel beschrieben werden kann. Die auf KISS Flash getaufte Karte hat einen 1 MB oder 1 MF RAM Speicher für Speicherstände und 256 MBit, also 32 MB Speicher Flash für Spiele. Nach einem SRAM-Patch sollten quasi alle Game Boy Advance-Spiele damit kompatibel sein. Also nicht ganz alle, weil ein paar Anti-Piracy-Maßnahmen haben, aber fast alle. Natürlich haben die keine zusätzliche Hardware wie Rumble oder Realtime-Clock. Und dann gibt es noch 2 Neuigkeiten zu dem FPGA-Konsolenhersteller Analog. Denn es gibt mal wieder neue Farbvariationen, die man sich kaufen kann, diesmal in den Game Boy Color-Farben. Und außerdem gibt es ein neues Update für die Software des Analog Pockets. Denn neben vielen Bugfixes gibt es nun auch für Game Boy und Game Boy Color Spiele den Vacuum Fluorescent Bildschirmfilter.
Wenn ich noch irgendeine News vergessen haben sollte, kannst du mich natürlich gerne in die Kommentare darauf hinweisen, dann werde ich die in der nächsten Flash News behandeln. Das war's dann auch mit diesem Video, vielen Dank fürs Zusehen, hoffentlich bis zum nächsten Video und tschüss.